Hi, ich bin der Günther, ich aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokefusions. Nicht wundern, dass die Kamera heute ein bisschen anders aussieht als letztes Mal. Oder die letzten Male. Ich experimentiere im Moment ein bisschen mit meinem Equipment rum. Auch hier beim Headset, ich weiß nicht, ob man das sieht, habe ich mal hier ein bisschen improvisiert, so ein Stoffgedöns da halt. Hilft halt an sich beim Mikrofon, weiß ich, habe ich jetzt mal daran festgemacht. Keine Ahnung, ob meine Audio dadurch vielleicht ein bisschen besser ist. Kamera bin ich einfach nicht mehr komplett überbelichtet, so wie sonst immer. Und ja, wir machen dasselbe wie jede Folge Pokefusions, weil so funktioniert das Format halt. Und generieren 3 random Pokémon. Ich habe hier schon mal einen Testlauf gemacht, bei dem ich froh bin, dass es nur ein Testlauf ist, weil wir eben Castadur, okay, hatte ich offscreen, aber an sich hatten wir es schon mal, auch wenn ich da einiges mit hätte machen können. Also, wir legen los. Ab geht's. Was? Warum zum Fick bekomme ich jetzt ein Inkognito-Ausrufezeichen? Was will ich denn damit? Das kann nur schlimm werden. Ich muss aber sagen, Pokefusions ist auf jeden Fall, merkt man vielleicht auch, weil es relativ oft kommt, aber ist so mit meinem Lieblingsformat im Moment, weil das qualitätstechnisch einfach ein gutes Stück höher ist, habe ich das Gefühl, als so manch anderes. Aber auch nicht zu kompliziert umzusetzen. Und wie zum Fick soll ich hier jetzt das Richtige finden? Ich brauch das Geld. Warte, was für Geld? Ich bekomme kein Geld. Ich hab bald wieder Trash Talk, Alter. Dann nehmen wir einfach, damit es behindert ist, für die letzte Blume schwarz. What the fuck bist du? Ah, und ich muss dich manuell entfernen. Und damit haben wir die erste Fusion des heutigen Tages fertiggestellt. Hat länger gedauert als sonst, muss ich sagen. Aber auch, weil ich erstmal dieses Scheiß Inkognito suchen musste.
Ich weiß noch nicht, ob ich mit der Kamera so zufrieden bin. Ich werde da in nächster Zeit allgemein ein paar Veränderungen machen. Aber naja, auf jeden Fall haben wir hier die erste Fusion. Und die Reviews seht ihr jetzt. So, Zeit fürs zweite Bild und ich bin gerade irgendwie dunkler, kann das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Bild gerade deutlich dunkler ist. Hallo? Ja gut, man sieht mich noch also. Meinetwegen. Ist halt das Gegenteil vom sonstigen Überbelichtetsein. Geil, ne? Ich muss gucken, was ich mit Reviews mache, inwiefern ich das System überhaupt weiterfahre. Weil ich habe das Gefühl, das wird denen, die ich nach Reviews frage, schnell langweilig. Ich bekomme da inzwischen auch kaum noch Antworten. Aber ja. Vielleicht lasse ich das mit den Reviews ganz sein oder mach's irgendwie anders oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall geht's jetzt zum nächsten Pokémon. Und ich guck mal, dass ich vielleicht zum dritten wieder eine etwas hellere Kamera hab. Theoretisch hatte ich das erste Viecher schon mal bei meiner allerersten Fusion, die ich überhaupt gemacht habe. Aber das war nicht onscreen. Ich nehm's einfach. Ich meine, immer noch besser, als wenn ich mit einem Walinisten zusammen was laber, aber... Aber das reimt sich. Ich bin Dichter. Ich bin's. Goethe! Obwohl, wenn man sich das formal anguckt, wahrscheinlich doch eher Picasso. Übrigens auch mal so random Zwischentalk, falls euch das interessiert. Hin und wieder zum Beispiel, wenn wir im Homeschooling wir Wartezeiten haben, in Pausen oder so, schreibe ich im Moment, weil das hier, wenn ich zu Hause bin, ja einfach geht, zum Glück, schreibe ich dann immer in solchen Phasen an der Walross-Edition und da drüben will was nicht. Da schreibe ich immer an der Walross-Edition 5 oder meistens und deswegen geht's auch an sich gut voran. Ich werd einfach, ihr wisst wie es ist, ich werd, sobald ich was Genaues sagen kann, einen Trailer posten, aber ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch, dass ich das Ziel, was ich anfangs hatte, einhalten kann in der ersten Jahreshälfte mit der Walross Edition 5 zu beginnen. Nicht den ganzen Bullshit da unten, ich brauche nur den roten Punkt. Es ist verwandt mit dem Roten Kreuz, das Scheißteil, und ich brauche einen Sanitäter.
Genau. Ja, es ist ein bisschen komisch, aber hat was. Hier vielleicht wirkt der Übergang noch ein bisschen seltsam. Ich weiß, ich lehne mich voll oft richtig weit vor. Ich könnte mir nichts sagen, ich werde immer dunkler. Und draußen wird's nicht dunkler, falls das wer denkt. Ja. Ich werde die Cam dann gleich eben zur letzten Fusion nochmal umstellen, aber diese Fusion, würde ich sagen, haben wir fertig. So, letzte Fusion jetzt ein bisschen improvisiert, Kamera noch ein bisschen anders gemacht, bisschen Beleuchtung jetzt noch selber hier aufgestellt und ja, es ist jetzt deutlich nach den anderen beiden, weil ich Probleme mit dem Laptop hatte. Ich hatte bereits eine Aufnahme begonnen, ist dann abgestürzt. Ich habe aber die Pokémon, die waren noch hier drin. Und zwar hatten wir dieses komische Ziegenviech aus Gen 6, diesen Eispinguin und Giga Dynamax das Viech. Ich wusste nicht, dass bei dem Generator irgendwie Giga Dynamax möglich ist, aber ist es anscheinend. Das muss gerade sein. Deswegen Schule. Aber ich denke auch, ich bin tatsächlich schon großteils soweit. Und ich find's gar nicht mal so scheiße. Man merkt, dass meine Mentalität gerade ein gutes Stück drunter ist im Vergleich zu den Kreationen davor. Aber trotzdem haben wir es letztendlich noch ganz gut hinbekommen. Ich würde aber sagen, wir machen noch hier den Übergang flüssiger. Und dann haben wir die letzte Fusion für heute fertig. Und mit der Facecam muss ich nochmal gucken. Die ändert sich gefühlt echt im Verlauf der Zeit. Also, das war's dann mit der heutigen Folge Pokéfusions. Ich mache jetzt den Rest des Tages frei. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Like und oder Abo dalassen. Bis dann und ciao.